Hello again und ja, willkommen zum ersten richtigen Tutorial hier in GIMP. Und als erstes werden wir ein kleines Logo designen und zwar mein Channel-Logo. Dafür gehen wir hier erstmal auf Datei, Neu, Breite ungefähr 2000x400, okay. Und wir sehen jetzt auch schon im Ebenenfenster, hier wurde eine Ebene Hintergrund erstellt und die wurde einfach weiß gemacht. Sieht man hier ja auch ganz gut. Okay, als erstes wählen wir mal das Textwerkzeug aus, klicken hier rein und geben unseren Text ein. Der ist jetzt noch ziemlich klein, also wählen wir den mal aus und verändern hier die Größe. Ja, so ein bisschen größer noch. Ja, das passt. Die Font können wir auch ein bisschen ändern. Ich habe jetzt nicht genau die Font, die ich damals auch benutzt habe, aber die hier geht auch. Also nehmen wir die mal. Hier ziehen wir das Ganze noch ein bisschen länger. Und dann wählen wir hier das Auswahlwerkzeug und verschieben den Text mal so mittig. Würde ich sagen. So, alles klar. Der Text steht schon mal. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Und zwar, wenn wir uns hier mal dieses Ebenenfenster angucken, haben wir hier einmal den Hintergrund und eine Textebene. Die ist dahin gekommen, als wir das Textwerkzeug ausgewählt haben und unseren Text hier geschrieben haben. Diese Textebene hat jetzt Textinformationen. Also wir könnten jetzt dieses Textwerkzeug wieder nehmen und den Text hier verändern. Wollen wir aber nicht mehr, weil der Text ist ja final so und wir wollen aus dieser Textebene jetzt eine richtige Ebene machen. Also wo wir drauf rummalen können und die wir verändern können, einfach eine ganz normale Ebene. Also klicken wir Rechtsklick auf die Textebene und dann Textinformation verwerfen. Jetzt hat sich der Icon hier auch schon verändert und wir haben eine ganz normale Ebene, die wir jetzt weiter verarbeiten können. Und das Logo sieht ja so aus, dass der Text einen Rand hat. Und diesen Rand werden wir jetzt machen, indem wir rechtsklicken auf die Textebene, Auswahl aus Alpha-Kanal. Und das bewirkt Folgendes. Wir haben jetzt eine Auswahl, und zwar eine Auswahl auf das Nicht-Transparente in der Ebene, also den Text, weil was anderes ist ja nicht auf der Ebene. Okay, diese Auswahl können wir jetzt bearbeiten, indem wir hier auf das Auswahlmenü klicken. Hier können wir verschiedene Sachen machen, alles, nichts auswählen, Auswahl invertieren, nach Farbe, schärfen, verkleinern, vergrößern oder einen Rand aus der Auswahl machen. Und ich möchte jetzt einfach die Auswahl verkleinern. Um, ich sag mal, 3 Pixel. Mal gucken, ob das reicht. Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir quasi die Auswahl verkleinert und wir können den Text einfärben. Ich habe das mit diesem Farbverlauf-Tool gemacht. Dann sieht das nicht so langweilig aus. Vordergrundfarbe wähle ich mal Orange und die Hintergrundfarbe wähle ich, ja, ein bisschen heller vielleicht noch. Ja, so machen wir es mal. Okay, Verlaufswerkzeug haben wir ausgewählt und jetzt machen wir einfach von unten nach oben schön gerade. Ein bisschen kleiner noch. Gucken wir uns das mal an. Hm, vielleicht noch kleiner. Dass man den Übergang ein bisschen stärker sieht. Ja, das passt soweit. Und man sieht, man hat hier diesen Übergang von Orange zu Gelb. Soweit, so gut. Wir machen wieder Auswahl, alles. Und ja, jetzt sieht das noch gut aus. Schon
relativ gut aus. Wir können jetzt den Hintergrund anwählen. Wir wählen wieder das Verlaufswerkzeug. Machen wir mal einen blauen Hintergrund. Blau ist immer gut. Und so ungefähr. Oder ja, von blau nach schwarz oder grau. Ja, das ist okay. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Sieht ja jetzt noch etwas langweilig aus, der Text. Wie wäre es denn, wenn wir diesen Text in der Position so ein bisschen verschieben, damit die Worte, die beiden Worte leicht versetzt sind? Das machen wir hier mit diesem Auswahlwerkzeug. Wählen wir erstmal das zweite Wort aus, Development. Und jetzt drücken wir Ctrl X, um. Ups. Ich war hier noch auf der Hintergrundebene. Wir wollen natürlich den Text haben, also wählen wir den Textebene aus. So, jetzt können wir Steuerung X machen, um den Text auszuschneiden und Steuerung V, um ihn wieder einzufügen. Was hat das für einen Sinn? Wir haben jetzt hier im Ebenenfenster eine schwebende Auswahl. Das heißt, das ist sowas wie eine Ebene, um diese schwebende Auswahl zur Ebene zu machen. Klicken wir rechts drauf, zur neuen Ebene. Und jetzt haben wir im Prinzip zwei Ebenen mit Text. Die können wir hier mal kurz zeigen. Kann man ausblenden und wieder einfügen, eben für die beiden Wörter. Gut. Und diese beiden Ebenen können wir jetzt mit dem Verschieben-Tool anders anordnen. Die mache ich mal vielleicht etwas höher. Und das zweite Wort. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich jetzt die oberste Ebene wieder anklicken und mit einem Rechtsklick nach unten vereinen. Das verbindet zwei Ebenen. Die beiden Ebenen, also die, die man angeklickt hat und die darunter liegt, zu einer Ebene. Also jetzt haben wir wieder den ganzen Text auf einer Ebene drauf. So, das sieht schon mal sehr viel ansprechender aus. Was ich jetzt noch machen werde, ist einen Schatten. Also einen Schatten vom Text. Einen Textschatten. Dazu dupliziere ich die Textebene. Das macht einfach Folgendes. Jetzt habe ich zweimal die gleiche mit dem Text. Davon möchte ich jetzt die untere Ebene als Schattenebene haben. Und das mache ich wie folgt. Ein Schatten ist schwarz. Von daher selektiere ich hier wieder den Alpha-Kanal und male erstmal wieder den Text schwarz. Das mache ich hier mit dem Pinsel. Mit einem ziemlich großen Pinsel, also hier stelle ich die Größe ein und hier wieder die Standardfarben, also schwarz und weiß. Und naja, jetzt habe ich den Text wieder schwarz gefärbt, wie er am Anfang auch war. Mit diesem schwarzen Text mache ich jetzt Folgendes. Ich wähle erstmal wieder alles aus, mittels Auswahl alles. Und jetzt ist so ein Schatten ja. Der hat ja keine harten Kanten, sondern ist eher so ein bisschen verwaschen. Und das bekomme ich mit einem Filter hin. Und zwar ist der unter Filter Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichnen. Den Radius wähle ich ungefähr ja, auf 40 oder 38 oder so. Und dann klicke ich OK. Und man sieht jetzt auch, dass er die aktive Ebene, also mit dem schwarzen Text, ganz schön verwaschen hat. So wollen wir das ja auch haben. So, wenn man jetzt die obere Ebene wieder einblendet, sieht man, der Text hat einen Schatten. Einen ganz leichten Schatten. Den möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen stärker haben. Also mache ich Folgendes. Ich gehe wieder auf die Schattenebene und dupliziere die Ebene einfach. Man sieht jetzt schon,
Der Schatten ist stärker geworden. Ich möchte es gerne noch ein bisschen stärker haben, also dupliziere ich die Ebene nochmal. Und jetzt ist er schön stark. Was ich jetzt mache, ich füge die drei Schattenebenen wieder zu einer zusammen, mit nach unten vereinen. Hatten wir ja eben alles schon gesehen. So, jetzt sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich den Schatten als Schlagschatten haben möchte. Das heißt, ich möchte, dass die Sonne irgendwie von hier unten kommt und der Text einen Schlagschatten nach dieser Seite hier wirft. Dazu wähle ich wieder das Verschieben-Werkzeug aus und ich zoome jetzt mal ein bisschen weiter ran, wähle den Schatten aus und verschiebe diesen ein kleines Stück zur Seite, so ungefähr. Und jetzt sieht das so aus, als wenn das Licht von hier unten kommen würde. Das ist auch schon ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten GIMP-Video.